Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Heute wieder etwas aus meinem lustigen Ordner. Ich habe es nicht geübt, denn falls ich ein bisschen verhaspel, dann nimmst du mich nicht übel. Wenn es dir allerdings dann doch gefällt am Ende, dann gerne den Kanal abonnieren, Glocke einschalten und natürlich einen Kommentar hinterlassen, einen netten. Okay, also ich lege schon mal los. Das Gedicht aus meinem lustigen Ordner heißt Der Lattezaun. Weil ich Brombeeren zu pflücken hatte, war ich neulich in meinem Garten. Und wie ich zufällig durch die Latten gucke, kommt einer gehupft, als wäre er Meschugge. Er kommt immer näher, ich denk schon, nanu, er kommt genau auf meinen Gartenzaun zu. Schon ist er am Zaun, guckt nur noch und nauf. Ich steh mäuschenstill und denk, jetzt pass auf. Dass ich nicht blind geworden bin, ist ein Wunder. Denn gerade vor mir lässt die Hosen da runter, um sich dann langsam und bedächtig zu biegen und sich ein Mordsding aus dem Kreize zu trigger. Doch ehe der Segel kam von oben, habe ich meine Schipp unterm Zaun durchgeschoben. Ich wurde dann gestaunt und das Lachen verbisse, dieweil hat der auf mein Schipp geschissen. Doch ehe der Schippstiel hat sich gebogen, habe ich mein Schiff unterm Zaun fortgezogen. Es kam auch so, wie ich gedacht, der Scheißer wollte gucken, was er gemacht. Er dreht sich um, tut der Auge aufreißen und guckt ganz entgeistert, wo ist denn mein Scheißer? Erst guckt er nice Gras und dann auf die Schuhe und denkt, das geht doch nicht richtig zu. Die Knie, die werden ihm schon ganz lasch. Er packt sich eine Schädel und dann einen Arsch. Und als er sich die Finger doch beschmiert, da weiß er, hier ist ein Wunder passiert. Er kommt nochmal raus aus dem Staunen und Stütze, vor Schreck vergisst er, den Arsch abzuputzen. Er rafft sich hoch und rennt dann fort, vor Angst und Schreck von dem unheimlichen Ort. Ein paar Tage später bin ich wieder im Garten. Da sehe ich am Zaun einen großen Schaden. Ich gehe hie und bi von der Socke, ei, da tut der Scheißer schon wieder hocke. Pass auf, denk ich, den will ich mal necke. Und schon bi ich hinter der Brombeerhecke. Ich lauf schnell zum Stall, wo die Hühner sitzen, um aus dem Nest ein Ei zu stibitzen. Dann nahm ich mein Schipp und schlich auf die Socke zurück an den Zaun, wo der Kacker tut hocke. Der sucht grad Papier, um den Hintern zu putzen. Ich dachte, pass auf. Die Zeit musste nutzen. Schnell hörte ich ihm, es ist nicht gelogen, mit der Schipp unter seinem Hintern die Scheiß weggezogen. Das Ei aber legte ich ganz leise und sacht an die Stelle, wo er vorher seinen Haufen gemacht. Es kam dann auch so, wie ich mir gedacht, der Scheißer wollte gucken, was er gemacht. Er drehte sich um, tut die Augen aufreißen und denkt ganz entgeistert. Das ist doch keine Scheiße. Das ist doch ein Ei, wie es der Hühner tun lege. Er kann es nicht fassen, doch tut er sich rege. Schnell mit dem Ei zu seiner Frau tut er laufen und schreit, Frau, wir brauchen kein Ei mehr zu kaufen. Und dann erklärt er ihr klipp und klar, wie das beim Scheiße am Gartenzaun war. Seine Frau meint, das musste er erst mal beweisen. Dein Arsch, da kann doch kein Ei nicht scheiße. Das sagt der Mann, na gut, na schee, beim nächsten Mal scheiße, kannst du es ja sehen. Doch musst du erst mal warten bis morgen, denn heut kann ich es nicht noch einmal besorgen. Am anderen Tag, da war es soweit. Frau, ruft der Mann, es ist höchste Zeit. Komm schnell mit dem Hut und halt mir unter, sonst fallen die Eier so hart herunter. Die Frau kommt gelaufen, so schnell wie sie kam. Er hockt sich auf den Boden und fängt auch schon an. Sein Arsch, der tut krachen wie ein Gewitter im Mai. Doch was da rauskommt, ist was anderes als ein Ei. Seine Frau guckt in einen Hut und fängt an zu schäumen. Dann tut sie wild in der Gegend rumrennen. Sie tritt ihm ihn hin und schreit voller Wut: Mich hast du beschissen und auch noch mein Hut. Ich kann euch nur sagen, denn ich muss ja wissen, an meinen Gartenzaun hat er nie mehr geschissen. Okay,
Also ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht zwischendurch lachen musste. Ich finde es einfach sehr, sehr lustig. Deswegen habe ich es damals wahrscheinlich auch aufgehoben in meinem lustigen Ordner. Okay, das war's für dieses Video. Hinterlasst gerne einen netten Kommentar. Ja, wie gesagt, Kanal abonnieren, Video teilen auch gerne. Und bis zum nächsten Video. Dein Auto Fritz. Ciao, ciao.